Julian. Ich bin Anja. Und wir haben beide an der TU Ilmenau im Master Optische Systemtechnik Optronik studiert. Also man beschäftigt sich mit dem Weg des Lichtes. Und wie man das Licht technisch nutzbar machen kann für alle verschiedenen Anwendungen. Man kann wählen, im Besonderen, ob man sich eher mit der physikalisch-optischen Eigenschaft des Lichtes beschäftigt, ob man sich mit dem mathematisch-informationstechnischen Hintergrund des Lichtes beschäftigt oder ob man sich mit dem konstruktiven Aspekt, wie kann ich das Licht in der Technik oder auch in unterschiedlichen Lebensbereichen wie in der Medizin nutzbar machen. Erstmal muss man an die ganzen Grundlagen ran und dann im Master kann man schon sehr stark wählen, was interessiert mich. Und dann wird man schon sehr intensiv herangeführt, so was passiert denn jetzt eigentlich aktuell in unserem Fachgebiet. Ich hatte mich für die Optronik, optische Systemtechnik entschieden, weil hier auch mehr der Praxisbezug da ist. Man lernt die Anlagen an sich kennen, man kann sich wirklich mal dran setzen. Man kann auch mal in vielen Praktika auch schauen, wie funktioniert dieses Zusammenspiel zwischen Technik und Optik. Man hat sehr gute Lernbedingungen und einen hohen Lebensstandard. Wenn ihr hier seid, sucht euch direkt eure Lerngruppen zusammen. Ja? Freundschaften ergeben sich dann irgendwie fast schon von selbst. Sucht euch einen Verein. Es ist eigentlich egal welchen, es gibt so viele tolle. Sucht euch direkt einen, ihr findet sofort Anschluss und ihr habt ein doppelt so schönes Studium. Wenn man für sich selber sagt, okay gut, ich möchte eher in Industrieprojekte reingehen, dann gibt es auf jeden Fall auch Kooperationen mit der Industrie. Mhm. Und das ist auch nicht schwer. Wenn man mehr in die Forschung möchte, ist es auch überhaupt kein Problem. Dann wählt man sich ein Thema, wo man halt mehr diesen Forschungsbezug hat. Das ist auch sehr einfach, da reinzukommen. Unser Studiengang Optische Systemtechnik, Optronik in drei Worten. Individuell, inspirierend. Laser.